So, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, heute wieder aus dem Krisenstab ein neues Video. Ich nehme Sie jetzt mal mit rein in einen ganz besonderen Krisenstab dieses Mal. So, man sieht, der Raum ist leer. Ich muss einmal auf die andere Seite weitergehen. Der Raum ist leer. Nur zwei Personen auf dem Bildschirm zu sehen. Links Petra Becker, rechts Michael Schiffgen, einmal aus Bayern, einmal aus Thüringen zugeschaltet. Ja, Frau Dr. Becker, Sie in Bayern, was sehen Sie aus Ihrer Perspektive, was kommt auf uns an besonderen Dingen zu? Na, wir haben in den letzten Wochen gesehen, dass eigentlich die Welt sich total verändert hat und dass auf einmal Aufgaben für uns als Unternehmen, insgesamt als Unternehmensgruppe da sind, die wir bisher nie gedacht hätten, dass sie auf uns zukommen. Also beispielsweise zu schauen, dass die Schutzmaterialien an den einzelnen Standorten auch wirklich zur Verfügung stehen, wo die ganze Welt danach sucht. Aber wir sehen eben auch, dass dann auf einmal Kreativität und neue Wege gefunden werden, beispielsweise dadurch im Moment, dass wir 6000 textile Schutzmasken von Näherinnen in den Kliniken, außerhalb der Kliniken bekommen und das innerhalb von weniger Stunden eigentlich auf die Beine gestellt werden musste und konnte. Und das ist das Spannende, dass alle, wie wir hier zusammen sind oder verteilt in ganz Deutschland, das schaffen, diese Dinge auf den Weg zu bringen. Was wir sehen und wo wir drauf stolz sind, ist, dass wir es geschafft haben, ganz schnell, zumindest EDV-technisch, die Leute, die zu Hause von zu Hause arbeiten können, auch nach Hause schicken zu können. Da haben sowohl die EDV-Koordinatoren als auch die Beschaffung gewaltig gearbeitet, damit das machbar ist. Da sind viele gute Ideen entstanden. Das ist etwas, wo man sieht, okay, da sind wir wirklich richtig flexibel und schnell auf die neue Situation heraus eingestellt. Vielleicht ein bisschen aus dem Bereich, die Krise ist halt auch an manchen Stellen, führt sie dazu, dass Dinge nachgefragt werden in unserem E-Health-Bereich, also bei unseren Online-Präventionskursen, gehen die Buchungszahlen ziemlich stark nach oben. Die Krankenkassen fragen uns nach neuen Kursen, speziellen Corona-Kursen, die dann auch direkt mit den Leuten entwickelt worden sind und schon online sind innerhalb von kürzester Zeit. Frau Schmalen bei Syrena.de macht eine tolle Arbeit dahingehend, alle Therapeuten in Deutschland, die psychosomatische Nachsorge machen, mit Informationen zu versorgen, die sie leider von der Rentenversicherung nicht bekommen. Also, dass da auch viel Unsicherheit verloren geht. Und eine ganz tolle Arbeit wird momentan bei Vitalis geleistet, die sich super schnell und wirklich sehr konsequent auf die neue Herausforderung eingestellt haben. Wo ist ja auch super, also da ist ein Klientel, unsere Bewohner, das sind alles Menschen, die super gefährdet sind. Wir haben noch keinen Fall, wir haben noch keine Probleme. Und was toll ist, wir werden aus der Region unterstützt. So hat zum Beispiel Bad Essen von einem Blumenladen ganz viele Blumen bekommen, die nicht mehr verkaufen konnten. In Ansbach werden auch textile Schutzmasken geliefert von Bekannten. Also man sieht eben auch, dass viel Unterstützung aus der Bevölkerung da ist für die Arbeit, die geleistet wird. Und das muss man ja tatsächlich sagen, sowohl in den Kliniken als eben auch in Vitalis ist die Arbeit ja ganz, ganz hands-on zur Bewältigung der Krise. Und das ist toll, dass das alles ziemlich reibungslos läuft. Dann geben wir mal das Wort weiter nach Thüringen an den Herrn Schiffgen. Vielen Dank, Frau Dr. Becker. Ja, ein ganz dickes Hallo in die DBKG-Welt hinein, in die Vitalis-Welt und alle, die da noch so zu nennen sind. Ich freue mich sehr, dass der Stand, den Frau Dr. Becker gerade auch schon ein Stück weit berichtet hat, dass wir den gemeinsam erreichen konnten und dass das alles so gut funktioniert. Das heißt nicht, dass nicht auch noch Dinge zu erledigen sind. Wir machen uns gerade wetterfest. Wir schauen gerade, wie können wir das ganze Thema Investitionen in unseren Kliniken in den nächsten Monaten angehen. Was kann da gegebenenfalls auch mal ein Stück weit geschoben werden? Wie gehen wir mit den Investitionen in den kommenden Wochen um? Was machen wir mit mehr Minusstunden unserer Mitarbeiter? Ich denke, da wird
wird hart daran gearbeitet, dass auch individuelle Lösungen gefunden werden, die dann am Schluss trotz Krise sowohl für das Unternehmen als auch für die Mitarbeiter funktionieren. Ich denke, da hat sich die Kommunikation, die wir in den letzten Jahren gefunden haben, wirklich schon ausgezahlt. Auch da, ja, dank an die Betriebsräte, muss man nüchternerweise sagen, das geht der Umwelt, denke ich, genauso. Und was natürlich eine große Entwicklung ist an dieser Stelle, wir merken, dass die Investitionen, die wir in Digitalisierung in den letzten Jahren, kann man ja sagen, schon getätigt haben, sich jetzt ein Stück weit auszahlen. Ich weiß durchaus von anderen Klinikunternehmen, dass sie noch nicht ganz so weit sind in dem ganzen Thema Videokonferenzen, Thema Telefonkonferenzen. Das hat uns in der jetzigen Situation sehr geholfen, die Krise auch, ja, Stand heute gut im Griff zu haben. Das hat dazu geholfen, dass wir eine Kommunikation aufrechthalten können, die am Schluss auch in gewissen Rahmen persönlich ist, weil man sich sieht. Ich denke, das ist schon wichtig, um einfach auch Reaktionen noch ein Stück weit besser einschätzen zu können. Wir merken auch in den täglichen Krisenstäben mit den Klinikleitungen, dass das sehr hilfreich und sehr wertvoll ist. Und ja, obwohl ich für die Digitalisierung stehe, freue ich mich sehr drauf, auch den einen oder anderen wieder mal persönlich zu treffen. Weil nur per Videokonferenz ist natürlich dann am Ende auch nicht nur die optimale Lösung. Aber sie ist in der jetzigen Situation äußerst wichtig und gut. Was uns auch noch wichtig ist, mit Digitalisierung Kontakt zum Kunden, aber auch Kontakt zum Mitarbeiter zu halten. Beispielsweise hat Herr Liebsch mit seinem ganzen Team der Unternehmenskommunikation Tobruk an den Dr. Becker Hausbesuch gearbeitet. Das heißt, Patienten, die wir aus unseren Kliniken gegebenenfalls entlassen mussten oder die zu einem späteren Zeitpunkt anreisen, zu informieren, wie es weitergeht, mit einem spannenden Programm auch auf der einen Seite ein Stück weit zu unterhalten in der Krise, auf der anderen Seite aber auch zu motivieren und auch durch so schwere Zeiten zu begleiten. Das wird sehr, sehr positiv angenommen. Wir bekommen da regelmäßig Feedback von Patienten und das ist, ja, das ist eine wirklich gute Sache. Und in der Klinik Juliana haben wir angeboten, die Nummer gegen Corona-Kummer, die auch von Mitarbeitern anonym genutzt werden konnte, wo wir auch einige Anrufe haben, wo man noch ein Stück weit aufklären konnte, wo man ein Stück weit versachlichen konnte, wo man ein Stück weit beruhigen konnte und wo man auch, ja, ich denke, eine gute Lösung gefunden hat, um auch mit dem nicht ganz so digitalen Medium Telefon, aber trotzdem auf Distanz nah an Menschen dran zu sein. Und das ist ja eine unserer Hauptziele. Ja, von daher, ich wünsche mir, dass wir alle gesund bleiben, dass Sie gesund bleiben und würde mich damit aus Thüringen jetzt mit einem kleinen guten Aufwachen. Ja, damit vielen Dank nach Thüringen, vielen Dank nach Bayern. Wir melden uns dann nächste Woche wieder aus dem Krisenstab. Und bis dahin bleiben Sie gesund, machen Sie weiterhin so tolle Arbeit. Vielen Dank. Tschüss. Danke. Tschüss. Dankeschön.